Hallo Stefan, willkommen bei uns im Testlabor. Hier werden die Stoffe nochmal auf ihre Qualität überprüft. Zum einen werden unsere Laminate mit einer speziellen wasserabweisenden Schicht ausgerüstet. Die sorgt dafür, dass das Wasser abperlt und sich das Textil nicht mit Wasser vollsaugen kann. Dadurch würde es schwerer werden und der Körper würde etwas schneller frieren, weil Körpertemperatur entzogen wird. Des anderen Thema ist noch das Nahtversiegeln. Mit einer speziellen Maschine wird ein Band aufgetragen mittels eines Heißklebers, sodass auch die Nähte, die durch die Nadeleinstichlöcher undicht werden, sauber abgedichtet werden, damit das ganze Garment hinterher wasserdicht ist und alle Tests bestehen kann. Um zu überprüfen, ob die Nähte auch dicht sind, gibt es den sogenannten Suture-Tester. Da wird es in ein Testgerät eingespannt. Wir drücken von einer Seite Wasser gegen die eingespannte Probe, legen noch ein zur besseren Sichtbarkeit ein Wischpapier oben drüber und schauen, ob dieses Wischpapier sauber und trocken bleibt. Damit sind wir sicher, dass alles, was unterhalb dieses Papiers auch wasserdicht ist. Und zu guter Letzt werden die Sachen auch noch gewaschen. Da gibt es zwei verschiedene Waschverfahren. Einmal die sogenannte Haushaltswäsche. Wir schauen hinterher, ob die Proben an Farbe verlieren oder Dimensionsstabilität. Gehen die Proben ein, wenn sie bei verschiedenen Temperaturen gewaschen werden. Beziehungsweise haben wir noch die Möglichkeit eines Wetflex-Waschverfahrens. Da wird in einer speziellen Waschmaschine das Laminat dauergewaschen, um zu schauen, ob der Laminatverbund an sich hält. Dieser Test dauert mindestens 500 Stunden und anschließend schauen wir uns halt an, ist das Laminat noch dicht, gibt es irgendwelche Beschädigungen diesbezüglich. Habt ihr gesehen, wie viele Tests die Dainese Gore-Tex Tundra Jacke überstehen muss, um diese Performance zu erreichen? Sie ist erstens mal natürlich wasserdicht und atmungsaktiv. Sie ist mit ergonomischen Protektoren ausgestattet, an den Ellenbogen, an den Schultern, sogar mit Aluminiumplatten. Sie ist sehr gut anpassbar. Sie ist mit jeglichen Features ausgestattet, sehr gute Anpassmöglichkeiten, viele Stretches am Rücken, in jeglicher Hinsicht anpassbar und natürlich mit den besten Protektoren ausgestattet, wie schon erwähnt. Ja, das ist eigentlich die tolle Performance an dieser Jacke.